Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Victoria 2 Projekt Indien, zu einer meiner letzten Folgen dieser Serie. Könnte allerdings noch die eine oder andere Folge dauern, weil wir sind noch in einen War of Containment gezwungen worden von Italien und später dann auch noch von China. Wir haben nämlich in dem letzten Krieg gegen Großbritannien tatsächlich unsere Infamie auf über 25 gebracht, was natürlich doof ist, weil dadurch kriegen alle anderen Staaten den Kriegsgrund, dass sie uns niederdögeln dürfen. Wirklich gelungen ist ihnen das bis jetzt eh nicht. Also wir haben da das italienische Oman haben wir mal jetzt erobert und wir sind gerade dabei, Holländisch-Afrika zu erobern. Haben auch die eine oder andere Schlacht bereits gewonnen. Gegen die Italiener, das war gar nicht so lustig. Da haben wir ziemlich viele Leute verloren. Aber gegen die Holländer war es eigentlich kaum ein Problem. Na gut, machen wir weiter. Es passiert sich fast jeden Tag irgendetwas. Weil wir einfach relativ schnell erobern. Ist okay. Ist auch okay. So, in den Malediven haben wir, und das finde ich besonders lustig, ist okay, haben wir eine Truppe an Tunesiern erledigt. Fand ich super, die dort versucht haben, Ja, Großbritannien, ihr dürft durchfahren. Bevor ihr mir auch noch den Krieg erklärt, obwohl ich glaube, ich das können sie nicht, weil sie gerade noch einen Waffenstillstand gegen mich haben. Das heißt, sie haben zwar den Kriegsgrund, aber trotzdem können sie nicht viel machen, weil sie einen Waffenstillstand haben. Also sie würden es nicht tun, weil sie zu viel Infamie verlieren. Obwohl, wenn sie es tun, das wäre schon sehr schön. Dann könnte man vielleicht Orissa noch erobern. Da würden wir dann auf jeden Fall unsere Bemühungen eher in diese Richtung setzen. Ich bin mir nicht sicher. Oh, mir fällt gerade auf. Ich hätte da eh auch noch rüber machen können. Da sind ja die Osmanen.
bin mir nicht sicher, vielleicht habe ich ja Glück und die dürfen alle nicht durch den Suezkanal durch. Prestige ist gut. Wir haben einfach zu wenig. Wir haben einfach zu wenig Truppen. Vor allem zu wenig Schiffe, um alle Gebiete schön zu erobern. Bessere Flotten. Organisation, besserer Flottenangriff. Auf Georgia wird belagert. Nein! Meine schöne. 185.000 Mann leben dort schon. Bist du irre? Da haben wir uns drum gekümmert. Okay. Du fährst sogar noch Schaumannscheik rein, würde ich fast sagen. Ah, verdammt. Habe ich irgendwas auf OK gedrückt und weiß jetzt nicht, wo es war. So, warte mal. Da drüben haben wir noch eine Inselgruppe. Oh, und dann könnten wir nach Indonesien fahren, wo es auch einen Haufen Holländer gäbe zum Erledigen. Oh, das sind 39.000. Vielleicht werden wir dann doch nicht so fahren. Ich fahre vielleicht doch nach Ras Gharib. So, warte mal, irgendwas. Was sind denn das für welche? Sind das hauptsächlich Infanteristen? Ja. Ich
Ist ja schrecklich. Gut, also die holländischen Gebiete habe ich jetzt schon fast. Was mache ich nachher mit diesen Truppen? Wie muss ich die dann darauf bringen, um da gegen die Franzosen, gegen die Italiener zu kämpfen? Aber das ist schon eine große Anzahl an Italienern, die da sind. Und die Wege werden natürlich immer länger. Was machen wir als nächstes? Was, ich glaube, das macht die etwas stärker. Wir könnten natürlich versuchen, Italien Süden annehmen. Kann ich dann Kriegsziel hinzufügen? Nö. Sollen den Krieg hier beenden und versuchen dafür gegen China gescheit zu führen? Wir haben hier zu wenig Zeit, gegen China noch Krieg zu führen. Gute Frage, wenn ich da oben jetzt Truppen verliere, wie nur was gegen diese 88.000 Mann? Ich meine, das meiste davon sind natürlich Franzosen, Italiener. Nein, Osmanen, Entschuldigung. Das ist gut. Ich glaube, das zweite sind Infanteristen. Ich glaube, das ist eine schwache Armee. Nein, schauen wir mal. Ich meine, es will auch dafür sprechen, dass es eine eher schwache Armee ist, weil. Oh, das sind zwei hier. Hey, Assab ist zur Kernprovinz geworden. Marineeinsatz, Erfolgskriterien, Flottenorganisation, ein wenig Prestige, ein wenig Steuereffizienz. Es geht Schlag auf Schlag weiter.
Gut. Wir könnten natürlich versuchen, nach Istanbul vorzudringen. Besatzung des Angreifers plus 0,5 ist gut. Was mit unseren Besatzungen? Die zählen nichts. Offensichtlich. Na gut, ich habe irgendwelche popligen Kolonien von irgendwelchen popligen Staaten erobert. Na, geh bitte. Angekommen, im Wandsaal angekommen, was okay. Nochmal, wo sind wir irgendwo ankommen? Vier, was besetzen die eigentlich von mir? Ah, die South George Inseln.
So. Also die holländischen Gebiete haben wir jetzt erobert da. Das war jetzt nicht ganz so schwierig. Als nächstes werden wir ins Osmanische Reich versuchen einzudringen, soweit als möglich. Ah, verstehe. Können wir da durch. Über alles so daher. Mal. Indem ich da über das Wasser drüber ist, dann kannst du sie dann unterstützen. Und der mit dem Schiff rauffahrt, den laden wir da in Schamal-Scheik ab. Oder vielleicht gleich in Al-Arish. So, warte mal, von der Art. Boah, minus 6, das ist gut. Oh, die minus 6 sind wir weg. Schade. Yes, 42.000 Mann und tschüss. Bist du daher?
Holländer. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schief. Du fährst bitte gleich daher. Ein paar Holländer, die wir erledigen können. Cairns. Sie haben wir auch erledigt. Auf nach Gaza. Du gehst daher. Ich glaube, wir werden Militanz und Bewusstsein senken in unserer Bevölkerung. Na komm schon, du Schippernagel, wieso brauchst du nur so lange? Wo kommen diese 51.000 Mann überhaupt her? Von Gaza gewonnen. Gut. Weiter Richtung Jaffa. Hey, und Wahlen haben wir in dieser Phase auch noch. Vielleicht könnten wir ja schauen, dass die Reaktion. Oh, das sind. Ach Gott. Drei deutsche Schippernakeln. Da die Leute abgesetzt haben. Ist auch gut. Ja. Keine Faschisten. Auf nach machen wir da hier. Ausgezeichnet. Zurück. Und hilft ihnen da drüben in ihrem Kampf gegen die Osmanen.
Ist okay. Nach Siak. Du gehst nach Banda Aceh. Keine Ahnung, wie man das nennt. Sidon. So schnell da mit all den Belagerungen. Es kommt keiner so recht nach. Botschaft wird belagert. Ja, Tibet können wir einfach so besiegen. Auf den Krieg. So, das heißt, wir müssen da noch eine von unseren zurückgebliebenen Einheiten. Na, nicht euch. Euch. Ihr werdet ja wohl reichen, das Gebiet da zu erobern. So, mal daher. Was mit dir? Nö. Bleibst da. Okay. Verdammt, mir fällt gerade auf, mein zweites Schiff, wo ist das hin? Das muss man irgendwo da sein. Ah, ärgerlich. Autsch. Wir sind da ziemlich brutal. Ich glaube, die brauchen wir dort drüben gar nicht. Unangenehm ist es erst, wenn. Also, warte mal, wo gehen denn die hin? Da rennen ja irgendwelche Leute rum. Das sehe ich leider nicht. Aber mal da stehen. Gut. Schau mal, Scheik.
Können wir bereits einen Kriegsziel hinzufügen? Nö. Weniger als vorher? Wie geht das? Ach, Gebiete. Wie soll ich jetzt weniger Leute mit Hurra-Patriotismus als noch vor? Ach Gott. Das heißt, sie werden nicht akzeptieren. Es gibt hier keine Möglichkeit drüber zu kommen, oder? Es sind da lauter. Verdammt. Autsch. Das tut ihnen sicher weh. Auf noch Latak hier. Eigentlich. Bin ich nicht so sicher. Ob ich. Ah, dann 24.000. Was sind das? Das ist eine. Kriege. Oh, jetzt sind sie auf 20%, die armen Schweden. Auf nach Holmes. Auf nach Aleppo. Verteidigung 1, was hat der? Angriff 2, Mist. Ausgezeichnet. Nach Kaff. Das finde ich super.
Was wollen wir? Wir wollen die Konservativen an der Macht oder die Reaktionären. Staatskapitalismus ist gar nicht immer so schlecht. So, ich glaube, ich werde wieder Schluss machen. Schauen wir mal. Bis dann. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Vielleicht gewinnen ja tatsächlich die Reaktionären. Dann kann ich vielleicht noch Kriegsgründe hinzufügen und noch ein wenig Macht gewinnen. Okay, bis dann. Tschüss euch.